doing here, huh? So, das heißt, wir können Neptune jetzt ein bisschen trainieren. Auch wenn ich gerne IF oder Compa dabei hätte. So, ich weiß nicht, ob ich hier auf den Schatten achten kann. Weil hier so viele Farben sind. Bäh. Juhu! Just as planned, I'll nip your face. Ja, und schon ist die Kamera besser für mich. Hey! Bye-bye! Warte, hast du gerade gesagt, I'll nip your face? Yeah. Holy. It's one kajillion times infinity years too early for you to defeat me. Wow. Dieser Spruch wird irgendwie nicht alt. Ich finde ihn immer noch krass. Oh. Just as planned, das war knapp. I'll nip your face. One kajillion times infinity year. Yeah, whatever. You only saw my after image. Hi-ya! Here you go! Victory! Money! Why can't it always be my turn? Das wäre unfair für das Spiel, Neptune. Yeah! Easy peasy! Easy peasy! Why can't it always be my turn? Here you go! A complete and utter victory! Aha! Oh, das sah aus der Entfernung aus wie so ein... Hier! Rude. Kingdom Map. Surprise attack success. Oh, das sind einige Gegner. Chest Buster. Hey. Easy. Bye bye. I'm fine. Chest Buster. Bye bye. I'm fine. Hey. Hey. A complete and utter victory. Okay, damit haben wir die Quest fertig. Eine, sowas wie ein Ex-Scout haben wir noch nicht. Also gehen wir hier einmal alles. Ah! I'm fine. Rude. Kanganep, jump! Kanganep, boing! Komm schon, das schaffst du doch wohl. Kanganep! Neptune, ich bin enttäuscht. Komm her. Surprise attack success. Chest Buster. Hi-ya! Ya! What? Why can't it always be my turn? Here you go. A complete and utter victory. Boing! Kanga boing! Kanga. What? Rude. Da ist das Event, wo ich hin soll. Komm her! Oh. How they sneak up on me! Ouch! I'll nip your face! Hey! Bye-bye! Finally! Here you go! Hey! Hey! It's all over! Ouch! Hey! Chest Buster! A complete and utter victory! Ich bräuchte noch eine Lizard Scale, bitte. Just as planned, I'll nip your face. Chest Buster, here you go. Bye bye. I'm fine. Rude. Here you go. Yeah. It's one kajillion times infinity years to... Geruch fehlt. What? Jetzt sind es ja auch vier. Hatte ich das nur falsch im Kopf? Waren es schon immer vier?
Ich dachte eigentlich, es wäre Nummer 3. Naja, gehen wir hier rein. Working, working, lonely, lonely. Aww. Wow, so this is loneliness. Am I unable to function by myself? I don't know what to do on my own. Oh man. Well, props to Noir. I'm not envious that she handles loneliness so well, but I can respect it. Oh, dieser Burn Richtung Noir. Oh Gott. Leider ist sie nicht hier, um es zu hören. Where am I? What? Whoa, is someone retching nearby? Yikes. I'm sorry. Oh, so sorry. Is someone there? Oh good, I'm saved! Please help me! I've been lost for such a long time! Wie lange bist du hier? Well, howdy my duty! You're that citizen group whatever from the other day. Huh? Ah! The CPU! Ganz ruhig. No! Don't run away again! Honestly, I don't care who you are. I just need someone to hang with. Joking? Please let go of my collar. Oops, my bad. You okay? Why would a CPU be in a place like this? Work, Arbeit, you know, quests, good stuff. Because I'm working hard, like the dependable and exemplary CPU that I am. Honestly, I don't think that's true. If it were, I wouldn't have formed my group. Well, she got a point. My pride! You've got a pretty razor blade tongue, huh? I'm so sorry. I said such rude things when I haven't the right to badmouth you. I don't care. Did you say you're lost? Have you been lost since you ran away yesterday? That's amazing! You're a savant at poor navigation. Musst du gerade sagen? Wenn ich mich richtig erinnere, ist dein Navigationssinn auch nicht wirklich von Gott selbst geschaffen. Keiner. Es gibt immer noch Charaktere, die haben einen schlechteren Orientierungssinn wie du. Ich sag nur Zorro von One Piece oder Ryoga von Ranma. Aber du hast kein Recht, so zu reden. Ouch. I guess I shouldn't worry about it, but you're that group's leader? How's that going for you? Bad. It's not going at all. Man. I see. Just as I deduced, that actually helps me out. If you were super dependable, I'd have to work even harder to prove you wrong. No need to point out the irony. I'm totally dominating this chat, huh? You say words now. It must be fate that we met again, you know? Why do you... What? Can't hear you. Try turning up your mouth volume. What is this music? Why? Why now? What's gonna happen? Why are you so blunt? I'm clearly in distress, but you... Huh? Are you trying to sound angry? Oops, sorry. You're right. We just met, so I shouldn't be so conversational or whatever. Why would you apologize to me? How do you remain so composed? Well, what the heck, man? How am I supposed to act? I already know more than anyone just how much of a sad sack I am. But why do I have to hear it from a CPU's mouth? Why? Hey, ganz ruhig. Whoa, I think I flipped a very weird switch in her brain. Neptune is never around at times like this. Great. Now she's crying on my shoes! A grown woman totally just started bawling in public! Public? Wir sind hier in einem Park. If I think about it, I'm indirectly at fault, huh? Hey, I said sorry, so stop crying. Please? My reputation will tank if someone sees this situation. Yeah? You apologized again! Why do you insist on mocking me? Das macht sie doch gar nicht. No good. There's no consoling her. But now I kind of feel like crying. Someone, anyone, help!
ZPUs shouldn't... ZPUs shouldn't... Yeah, okay. I'm a CPU and I shouldn't have been rude. Stop crying, okay? ZPUs should all just disappear! Oh, okay. If that's all it is, I'll just disappear on back home. I don't normally mess up like this. I mean, I'm supposed to make folks smile, not cry like that. Hm? Tja, was passiert? Was? Holy smokes! What's that dark ball thingy? It's creeping me out! Hey, stop it! Get off of me! ZPUs! ZPUs should disappear! Whoa! I'm getting sucked into it or something? Nope, I'm falling in, but why? The CPU disappeared. Damn, hardcore. You've already gotten the hang of that ability. Hey, da steht ihr Name jetzt auf einmal. Why? Sie hat sich nicht vorgestellt. What ability? Me? I did this to the CPU? Yeah! Freaking awesome! This is way more interesting than I thought it would be. I did this? I did it! Me! It was all me! Wow, das hat gerade einen sehr dunklen Turn genommen. It's getting pretty late. Maybe I shouldn't have let her go alone. Please, hurry home, Neptune. Yeah. About that. Das war alles erst der Prolog? Das war alles erst... Okay. I take it. Always happen, so I'm used to it. Something like this won't make me panic. Still, I've been falling for a while now. We're reaching uncharted territory with this flight length. This velocity is no joke. Wait, I'm sensing that I might be in danger. That's bad, isn't it? It's super bad news bears, right? What do I do? Hey, wait. You walk so fast. You're just slow. That's why I said you should stay behind instead of come with me. Hmm. But I really wanted to go with you. Huh? What are those ant-like blobs? Girls? A pair of girly girls? Wow, my experience as a faller speaks volumes. It's awesome that I can make them out from way up here. Or is it my eyesight that's awesome? If I were up to bat, would I be able to count a baseball stitches? Wait, I don't care about that right now. I'm falling fast and my current landing trajectory is... Snap! Move, 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 move! Huh? Hey, what are you spacing out for? I'm kind of in a hurry, you know. Yeah, I know, but... But what? Well... I wonder how I should put it. Jeez, you're such a flake! Spit it out already! Well, up in the sky, there's a person. A person? In the sky? You're so hard to get sometimes. Well, I think it's more like... the person is... falling? What? We're out in the middle of nowhere, so how and why would someone fall out of the sky? The thing is, Noir... Well, at this rate, you're, I'm... Move, 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 move! Huh? Ah! Loud crash! Wow-wee! What a loud crash! Ouch! Man, that was scary. That had to have shaved a few years off my life. Ooh, you're still... alive. Are you okay?
Ich sehe die Haare noch hinter Neptun hervorragen. Vielleicht sollte sie aufstehen. What's up? Oh, nah. A fall like this is nothing. I'm what you'd call a seasoned skyfaller. Ja, du bist es gewöhnt. I mean, I can't lose my memory every single time I fall from the sky. Wait, ist das jetzt ein Easter Egg in Richtung Rebirth 1? Wow. A seasoned skyfaller. But, Noir is... Oops, sorry to freak you out. I'm Neptune. Nice to meet you. Huh? Oh, I want to introduce myself too. I'm Plutia. It's nice to meet you. Cool. That name totally sounds like something a magical girl who loves takoyaki would have. Oh. What's a takoyaki? Wait, what? Never mind. Plutia, huh? Too many syllables for my taste. How about I call you Pluti? Wie ist das besser? Oh, okay. In that case, let me give you a nickname too. I like Nappy. Okay, fair enough. Nice one, Pluti. By the by, where are we? I don't know if I've ever been here before. Here? This is Planetune. It was chartered just a little while ago. Planetune? Nuh-uh. I know Planetune like the back of my head. And that stuff about it being new or whatever is wrong. What? Really? I'm telling you the truth. Oh, sure. This is some kind of hidden camera reality show thing, isn't it? You picked the wrong girl to play a prank on. Ain't no way you'd be able to trick Planetune's CPU. Ist Noir irgendwie ohnmächtig oder... I don't know. Kann sie sich auch mal melden? Lebt sie noch? Whoa! Your CPU? I had no idea that you're Planetune's CPU too. Allow me to reveal my true identity. Wait... Too? What do you mean? I'm Planetune's CPU too! We can be CPU twins! That's not gonna work. Really? Wow! What a coinky dinky! I never would have thought I'd land next to another Planetune CPU! But isn't that kind of weird? I'm already the CPU, so why is there another one? Yeah. How long are you gonna chat while sitting on me? Sie ist die ganze Zeit einfach cool liegen geblieben. Why not? Holy seat cushions! Someone's sprouting out of the earth! Are the mole people making their move? Nein. Uh-oh. Noir, you never told me that you're a mole person. Because I'm not, obviously. Did you forget that I was here? Oopsies. I'm so sorry. I was having so much fun talking to Nepi that I forgot. As for you, falling out of the sky? Really? It's absurd that you fell on me like that! Yeah, I'm sorry and all that, but it's not like I fell because I wanted to. It was one of those unstoppable, complex, plot-advancing inevitabilities, or whatever. False wall-breaking. Oh, wait. It's just Noir. I take back my apology then. Whoa! Wait, how do you know my name? Don't be so snooty. We're best buds, so there's no need for anger. Stop evading and answer my question. So she did, but yeah. Als ob die Kleidung eigentlich nicht schon auffällig genug sein sollte. Wow, Noir. You're friends with Nappy too? I don't know this weirdo. Geez, you're acting pretty familiar for someone I just met. Just met? What are you? Noir, could you be in your epic piss pot mode right now? What? Yikes! Then I'm really sorry. I mean, I'm unharmed, so I'm sure it didn't hurt you either. Doch, du bist auf sie drauf gelandet. Stop grabbing at me! I honestly have no idea who you are. Huh? Really?
You seriously don't know me? Oh, maybe I fell on your brain. Did I transfer my penchant for memory loss to you? The only one with brain damage here is you. Whoa. Aw, I'm so jealous. You two are such close friends. How could you have possibly come to that conclusion? I know. Let's visit those medicine people. The folks in white coats can check you out and fix you up. You're the one who needs to see a doctor. What is up with this girl? Whatever, I give up. We're going home, Plutia. Okie dokie. What about the thing you had to do? It doesn't need to be done today. And more importantly... No! Noir, I'll vanish if you forget about me! Me! Oh, but you're free to forget about all the game cases and manuals you let me borrow that I... misplaced. It's much more important that we get this strange girl to a place where she can rest and recover. Was? Du meinst, sie hat sie in diese Welt hier geschickt? Ersetze dieses Senden durch einen glücklichen Zufall. Das ist nichts, worüber man lachen sollte. But this is kind of like your just desserts, huh? Ehrlich gesagt, wie soll ich das übersetzen? Sagen wir einfach mal, es soll so viel heißen, denke ich mal, wie, aber wirklich viel dagegen hast du auch nicht sonderlich viel, oder? Ach, du musst nicht so übertrieben laut lachen. Wie auch immer, irgendetwas muss getan werden. Und was ist dieses irgendetwas? Naja. Ja, nein, wir könnten die anderen davon wissen lassen und sie überlegen sich, was wir tun sollen. Es auf die anderen abschieben, hä? Irrsinnig. Kann man sich irgendwie in einer Art und Weise auf sie verlassen? Alles wird schon funktionieren. Die Seven Sages werden da schon irgendwie etwas reißen können. Vielleicht. Wie oft muss ich mich noch wiederholen? Hört ihr mir eigentlich zu? Ich bin ich. Und du kennst mich, Noir. Ach, das hat irgendwie keinen Sinn. Sie muss sich ihren Kopf sehr, sehr hart angeschlagen haben. Also wird Neppy sterben? Das wird auf gar keinen Fall passieren. Wenn dieser Fall eintreten sollte, würde auf dem Screen so etwas erscheinen wie "Du bist tot". Du bist so stur, Noah. Ich meine, so zu tun, als ob du mich nicht kennen würdest, ist für die ersten paar Minuten vielleicht ganz witzig. Aber es die ganze Zeit aufrecht zu halten, ist schon irgendwie bully. Ich tue ja nicht mal wirklich so. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und da tut sie schon wieder. Also, wie kann es dann sein, dass ich all deine Geheimnisse kenne, hä? Ah, du kennst ihre Geheimnisse? Ja, natürlich. Okay, dann lass mal hören. Komm schon, sei nicht so schüchtern. Okay, ich werde es jetzt machen. Ich fange mit dem Einfachsten an. Noir, du bist Last Station CPU. Oh, wow, Noir, du bist auch eine CPU? Nein, bin ich nicht. Naja, zumindest noch nicht. Aber Last Station hört sich wie ein ziemlich cooler Name an. Und du hast eine kleine Schwester namens Juni. Oh, ich hatte ja gar keine Ahnung, dass du eine kleine Schwester hast. Weil ich eben keine habe. Wenn dem so wäre, hätte ich sie dir schon längst vorgestellt. Und als Drittes... Noah hat keine Freunde. Ja! Oh, du hast wirklich gar keine Freunde? Das ist so traurig. Warte.
Heißt das etwa, wir sind keine Freunde? Was redet sie da? Was redest du da? Wir sind, naja, du weißt schon, Freunde. Sind wir? Yay! Hä? Pluti, das ist jetzt vielleicht eine etwas merkwürdige Frage, aber bist du wirklich ihre Freundin? Aha. Sie ist meine beste Freundin. Hey, sag nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise beschämen könnte. Eine Freundin, hä? Noah hat wirklich eine Freundin? Nein, sie muss ein Klon sein. Diese Noah ist auf jeden Fall gefälscht. Was? Das ist ziemlich gemein, weißt du? Oh, wow. Ich hatte keine Ahnung, dass du die ganze Zeit ein Klon warst, Noah. Ich bin kein Klon. Du musst wirklich aufhören, daran zu glauben, was sie die ganze Zeit so von sich gibt. Oh, was geht hier vor? Okay, bleiben wir ganz cool mit einem K, Neptune. Werde eins mit dem Cool sein. Wir sind auf jeden Fall fest entschlossen über die Aussage, dass dieses Mädchen vor uns absolut ein Klon ist. Mit demselben Verhalten und allem. Rede nicht so über mich, als ob du etwas... hör auf, so mit mir zu reden, als hättest du gerade etwas herausgefunden. Hör sofort damit auf. Diskutiert ihr beiden? Hey, nicht kämpfen. Na, es ist nicht so, als ob wir das tun würden. Es ist nur, dieses Mädchen ist so... Ich weiß. Wir reißen einfach diese falsche Haut von deinem Robot, von deinem Roboterkörper runter. Protokanone Feuer! Du wirst damit nicht aufhören, oder? Wenn du nicht sofort mit diesem Klonunsinn aufhörst, werde ich richtig böse. Ihr beide seid wirklich am Diskutieren, das mag ich nicht. Wenn ihr nicht sofort anfangt, netter zu sein, werde ich wirklich böse. Mir ist gerade ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Oh verdammt, wir kämpfen nicht, okay? Wir sind beruhigt, okay? Ja? Beeil dich und entschuldige dich. Ja, wir sind, tut mir leid. Oh, okay. Das ist viel besser. Was war dieses kalte Gefühl? Und nicht kalt im Sinne von süßem Pinguin. Kalt wie mörderische Pinguine. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder was dieser ganze Unsinn, den du von dir gibst, soll, aber du solltest Plutia niemals in irgendeiner Art und Weise... Du solltest dafür sorgen... du solltest dafür sorgen, dass Plutia niemals schlechte Laune bekommt. Oh, wirklich? Verstehe ich nicht, aber das hört sich nach einem sehr guten Vorschlag an. Ich bin so glücklich, dass ihr euch wieder vertragt. Oh ja, Neppy, du hast deinen Kopf angeschlagen und bist jetzt verwirrt, nicht wahr? Nein, zumindest glaube ich das nicht. Naja, bis du dich besser fühlst, kannst du gerne hierbleiben. Ich werde gut auf dich Acht geben. Was? Nein, ich meine, danke, aber... Hast du mir eigentlich zugehört, was ich gerade von mir gegeben habe? Das kann nicht dein Ernst sein, Plutia. Du wirst dieses merkwürdige Mädchen doch nicht wirklich hier leben lassen. Ich bin immer ernst. Wir alle wissen, dass eine CPU immer denen hilft, die gerade Hilfe brauchen, nicht wahr? Stimmt schon, aber was ist, wenn sie ein Mitglied von den Seven Sages ist? Das würde ziemliche Probleme verursachen. Seven Sages? Was sind die? Kommen sie mit dunkler Schokolade? Keine Sorge, Neppy ist kein böses Mädchen. Kann schon sein. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es ist, bei diesem leeren Kopf ist sehr gering. Ah, kommt schon, wo sind diese Schokoladensage-Dinger? Sag's mir.
Beruhige dich, ich bin nicht dazu verpflichtet, dir irgendetwas zu sagen. Warum bist du so eine gemeine Maschine? Ah, nenn mich nicht so. Wollt ihr beiden wieder einen kleinen Kampf miteinander starten? Na, nope, wir haben nicht irgendwie die kleinste Intention dafür, nicht wahr? Stimmt, wir sind Freunde auf ewig und immer. Kannst du nicht, sieh zu, wie wir uns umarmen und uns nie wieder loslassen. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe es missverstanden. Ich werde mich noch ein letztes Mal wiederholen. Wenn du hier bleiben willst, lass Plutia niemals böse werden, verstanden? Hier, ja. Teach me to not upset Plutia. Okay, auch wenn ich total dagegen bin, legen wir jetzt einfach mal die Tatsache beiseite, dass du sie hier behältst, bis es hier besser geht. Wo sollen wir es hin tun? Ich glaube, ich habe den Satz falsch verstanden. Oder auch nicht. Achso, nee, das habe ich doch richtig verstanden. Well, blow my cartridge and call me... This is a game? Okay, sagen wir einfach, sie hat ein Spiel gefunden und freut sich gerade darüber. Hey, habt ihr was dagegen, wenn ich es gleich jetzt hier starte? Ich kann es spielen, oder? Ja, natürlich kann ich. Los, legen wir los, legen wir los. Wow, verschwommene Pixel-Art. Ui, haha, I like this. Haben sie dieses Spiel in 5 Minuten gemacht? Kann ich nicht übersetzen. Findest du es okay, dass sie sich die ganze Zeit so über deinen Flur hin und her rollt? Silly Nappy, dieses Spiel ist eins der... That game is... dieses Spiel macht am meisten Spaß, wenn du es mit Freunden spielst. Lass uns zusammen spielen. Oh, cool. Ja, spielen wir zusammen. Hey, gesell dich nicht einfach zu ihr. Darf ich nicht? Nur für ein bisschen? Ja, komm schon, Noah. Nur für ein bisschen. Sei keine Spielverderberin. Ich bin keine Spielverderberin. Verstehst du überhaupt die Situation, in der du dich befindest? Situation hat begonnen. Gerade eben bin ich im Plutis Basilikum mit einer Menge alten Spiele und Manga und... Also die Situation sagt mir, dass ich sie alle ausprobieren muss. Verstanden? Das habe ich ehrlich gesagt nicht gemeint. Bevor du deinen Kopf angestoßen hast, hattest du vielleicht Familie und Freunde, oder? Diese Leute könnten sich jetzt so darüber Sorgen machen, wo du die ganze Zeit jetzt herumrollst. Wo du jetzt die ganze Zeit dich über befindest. What the heck? Okay, du hast recht. Ich bin ein Fall einer vermissten Person. Lip Junior und Is, die werden sehr besorgt darüber sein. Aber selbst wenn ich versuchen würde, nach Hause zu gehen, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Noah. Nappy ist krank, also. Vielleicht mehr Verletzungen? Wie auch immer. Du solltest netter sein zu diesem armen Mädchen. Das sagst du nur, weil du mit ihr herumhängen willst. Schuldig im Sinne der Anklage. Naja. Es gibt keinen Grund, meine Denkkraft an Spielen zu verschwenden. Nee, was? No reason to waste brain power meant for gaming. Ach so. Es hat keinen Sinn, meine Gehirnpower für etwas anderes zu verschwenden als zum Spielen. Also los, spielen wir. Nein. Ich wollte dieser Charakter sein.
Na, ah, hört damit auf, alle beide. Wow. Hä? Plutia, du solltest arbeiten gehen. Was für eine CPU sitzt hier die ganze Zeit herum und spielt Spiele? Ah, tut mir so leid. Und du, auch wenn es dir egal ist, ob du jemals deine Erinnerung zurückbekommen solltest, solltest du zumindest die Ernstlichkeit der Situation begreifen. Keine Arbeit, kein Futter, verstanden? Und hier ist die Noir. And here goes Noir getting all hot and bothered after telling me not to anger Pluti. Ah, und hier ist Noir, die mir vorhin noch gesagt hat, ich sollte auf gar keinen Fall dafür sorgen, dass Pluti jemals böse wird. Nun, da ihr beiden mir zugestimmt habt, ohne mit Fragen zu stellen, bewegen wir uns. Wir müssen arbeiten. Plutia! Noir! Yes! Schön! Schön! Wait, es gibt hier nur Planetune und Loe? Ich meine, die Map sieht ja cool aus, aber sie sieht irgendwie... Sie sieht kleiner aus, geradezu rangezoomt. Ist das... Oh, ist das hier der R18-Strand? Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ist das der R18-Strand aus dem Anime? Ich wette, er ist es. Er war nämlich in dieser... Well... sagen wir einfach, er muss hier sein. Ganz viele Events. Falcom 5PB, CyberConnect, Red Tackle... Oh mein Gott! Oh mein Goodness! Kriege ich euch alle jetzt in meine Gruppe? Oh mein Gott!